Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Verbesserung des kulturellen Austausches bitte ich Sie, folgende Sendung jetzt anzuschauen. Vielen Dank. Du liebes Lieschen. Micha Schlüter, herzlich willkommen. Schön, dass du in meiner Sendung bist. Du bist Musiker und Songwriter. Und wir haben diesen schönen Ort, beziehungsweise du hast dir ausgesucht, den Eugensplatz gewählt, hier in Stuttgart. Weil an diesem Brunnen, Patrick, wenn du mal rüberschwenkst, startet das Video, deine neue Single, Stuttgart Calling. Und bevor wir quatschen, lieber Micha, schauen wir erstmal ganz kurz in das Video rein. Wenn gar nichts anderes geht, dann bleib ich hier und zieh meine Kreise mit dir. Wenn gar nichts anderes geht, dann bleib ich hier und spring in den Neckar mit dir. Ja, sehr cool. Du bist, glaube ich, der erste Musiker, den ich auf einem Skateboard gesehen habe und der gleichzeitig singt. Wie lange hast du dafür geübt? Gar nicht. Echt nicht? Also Skateboardfahren habe ich schon geübt, aber schon lange nicht mehr gefahren. Also ich bin in meiner Jugend Skateboard gefahren, da war ich Skater. Aber gesungen und geskatet habe ich auch das erste Mal beim Video tatsächlich so. Hat ganz gut geklappt. Hat mega gut geklappt. Und ich habe da mal was vorbereitet, habe aus dem Keller mein altes Skateboard geholt. Nein, das ist nicht meins. Aber könntest du jetzt spontan ein paar Tricks machen und dazu singen? Also, Tricks könnte ich vielleicht machen, aber das Singen, ich kann es probieren. Ja, probier's doch mal. Bitte schön. Also ich kann vielleicht mal versuchen, ganz klassisch einen Olli. Ja. Okay. Ah, nicht schlecht. Aber das ist irgendwie geklappt, glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist schon hohe Kunst. Wieso hast du dich gegen das Skateboardfahren und für die Musik entschieden? Ich habe mir mal ziemlich heftig einen Arm gebrochen. Ehrlich? Und ich wollte dann irgendwann Musik studieren und das hat nicht funktioniert. Was für Musik machst du? Für mich ist es ganz schwer, diesen Stil zu benennen, aber ich würde gerne einen Namen finden. Kannst du mir weiterhelfen? Also ich nenne es selber, habe ich mal so kreiert, Indie, Swing und Jazzy Folk Punk. Perfekt. Wir lernen dich gleich noch ein bisschen weiter kennen. Wir schalten jetzt gleich in meinen ersten Beitrag. Und zwar waren wir in Schweigheim auf einem Sommertheater. Ganz toll. Wir sind Backstage gewesen und Sie kommen jetzt einfach mit uns. So, zum Wohl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so macht Arbeiten Spaß. Mittlerweile sind wir im Weingut Meier. Lothar Meier, der Chef des Ganzen hier in Schweigheim. Du hast ein Sommertheater. Was ist das? Ja, wir machen so seit 15 Jahren ungefähr, überdachen wir den Hof und machen dann in die Scheune eine Bühne rein und dann praktisch hier Theaterspiele. So drei Abende im Jahr eigentlich. Das ist Klavier, wenn wir das in den Zimmer von mir reden, dann wäre uns schon ein bisschen damit geholfen. Hat sich noch nicht jemand gemeldet für die Zimmer? Sein Schade, sein so schönes Zimmer. Hallo, ohne Fenster? Lothar, jetzt sind wir hier in deiner Kälte, gell? Das hast du mal kurz als Backstage-Bereich ausgeschrieben, ne? Ja, wir müssen es halt ein bisschen verdeulen jetzt für die drei Tage. Und hat ja Platz genug, zieht sich die halt mal im Keller um oder irgendwie bringen wir das immer mal. So, hier werden die letzten Handschliffe gemacht. Genau. Was machst du normalerweise, wenn du nicht gerade Haare hier flechtest? Beim Juwelier arbeiten. Das heißt, jeder macht hier und hilft mit und macht was, gell? Genau. Du bist auch eine von den Schauspielerinnen. Ist das dein Zuhause-Outfit, was du mitgebracht hast? Nein, nein, das habe ich nur fürs Theaterspielen mitgebracht. Okay. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wer seid ihr, warum spielt ihr hier und was ist das Besondere hier in Schweigheim beim Weingut Meier zu spielen? Die Atmosphäre, das Heimliche. Warum spielen wir Theater? Weil es uns alle Spaß macht. Ja, ja, ich glaube schon, so ist es. Wenn man bei euch zuguckt, was erwartet den Zuschauer? Unheimlich viel Spaß. Okay, weil ihr den selbst auch habt? Ja, klar. Ruhe, verdammt nochmal, ich will schlafen. Mensch, August, du immer mit eurer lauten Marschmusik, das ist doch nicht zum Aushalten da hinten. Sag mal, was ist denn da schon wieder los? Menschenskinder, August, du gehst schon das Gehörig auf der Gast. Morgens gleich Theater mit dir. Oha, oha. Ein gefreiter Johann, hast du die reine weibliche Gefangene genommen? So, das Besondere ist, man hat drei Akte, das heißt zwischendurch immer wieder Pause. Da nehme ich mir mal die Zeit und frage mal, wie es so ist. Wie ist es?
Super. Warum? Wie immer, man kann herzlich lachen, es macht Spaß, man kennt Leute, man hat ein sehr gutes Viertelchen, man kann was Gutes essen und ist gemütlich. Ja, einfach toll. Wie jedes Jahr. Mir gefällt die Situationskomik und die Wortkomik. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, ja, die Welt ist schlecht, gell? Oh, ja. Schlecht, aber lecker. Euer grüner Tee. Und die Geife, das schmeckt ja wie Zwiebelwasser. Entschuldigung, ich hab ganz vergessen, die Zwiebelschale. Kannst du Schwedisch schwätzen? Klar. Echt? Wo bist du geboren? In Backnang. In Backnang? Ja. Ah ja, sehr schön. Wir möchten dich ja ein bisschen mehr kennenlernen. Wir haben gesagt, du bist Musiker und Songwriter, haben vorhin in deinen Song reingehört, Stuttgart Calling. Dein Album ist draußen. Das muss ich ablesen, es hat einen sehr witzigen Namen. Schimpanse und Kanone. Yeah. Was bedeutet das? Das Witzige ist, dass es eigentlich gar nicht so viel bedeutet. Ich bin eines Morgens mal aufgewacht mit dem Satz, mein Leben geht nicht ohne Schimpanse und Kanone. Und dann hat es mich irgendwie nicht losgelassen und hat dann irgendwie das so einen Song zusammengebastelt. Aber es geht eigentlich im Prinzip in den Song darum, irgendwie einen Weg zu finden im Leben, so das zu tun, was einem gut tut. Versucht, sich mal aufs Wesentliche zu konzentrieren. Man hat ja tagtäglich irgendwie so Pflichten, die man zu erledigen muss. Oder man denkt, dass man sie erledigen muss vielleicht. Und es gelingt mir nicht immer, aber ich bin da immer in einer Reflexion und versuche, das immer zu optimieren. Apropos Pflichten, kannst du von deiner Musik leben? Allein vom Musikschreiben und Konzerte geben, nein. Also das reicht noch nicht, aber ich bin halt als Gitarrenlehrer. Sehr schön. Wir schalten ganz kurz weg, wir müssen Werbung machen. Und du bist der erste Gast, dem ich ein paar Sachen mitgebracht habe. Sei gespannt, ich hoffe Sie auch und wir sehen uns gleich wieder. Und wir sind zurück mit dem Musiker, Texter, Songwriter Micha Schlüter. Ich habe ja vor der Werbung gesagt, ich habe dir was mitgebracht, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar habe ich das Kinderzimmer meines Sohnes geplündert und habe diesen Teddy mitgebracht, weil, wenn man auf deine Homepage klickt, sitzt du da mit einem Teddy. Mhm. Und wenn man in eins deiner Videos reinschaut, sitzt der Teddy hinten im Regal. Was haben Teddybären für eine Bedeutung in deinem Leben? Keine sonderlich große Bedeutung, ich fand es einfach nur witzig. Und der hat irgendwie, als wir das Album gemacht haben, also das vorherige Album, da wollten wir noch irgendwie ein witziges Accessoire haben für das Coverbild. Und da kam mir der Teddybär irgendwie so in den Sinn. Und es hat irgendwie total gut gepasst irgendwie zu dem Album irgendwie. Und dann wollte ich irgendwie so als Wiedererkennungswert den irgendwo verstecken in dem Video wieder. Das war witzig, dass du es entdeckt hast, weil da hat mich noch nie jemand drauf angesprochen. Gut, neben dem Teddy sind wir ja gerade mitten in der WM. Was bedeutet Fußball für dich? Schaust du es? Ja, ich finde Fußball cool, gucke ich gerne an. Gerade habe ich es ein bisschen vernachlässigt, aber ansonsten gucke ich eigentlich gerne auch WM und ja. Wieso hast du es vernachlässigt? Diesmal hat es mich nicht so gepackt irgendwie mit der WM. Mich aber komischerweise auch nicht, weil es die WM dieses Jahr nicht so packt. Hier, weg damit. Und last but not least, also du spielst ja Gitarre, ne? Ich habe leider keine Gitarre zu Hause, aber dieses wunderschöne Instrument. Warte mal, dazu gibt es auch das. Kannst du darauf was spielen? Sehr schön. Bist du denn das nächste Mal irgendwo zu sehen? Für alle Menschen, die dich erzählen und sagen, Mensch, der Micha, den würde ich ja gerne mal ein bisschen mehr hören mit Band oder Solo. Nee, also jetzt leider im Sommer gerade ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, das Album kommt, aber erst im 12. Oktober. Und ach, das ist noch gar nicht draußen? Nein, nein, das ist noch gar nicht. Ich dachte schon, das ist die ganze Zeit draußen. Nein. Ach so. Wir haben das Video gedreht, ich wollte unbedingt das Video raushauen. Ah, okay. Nee, das Album gibt es noch gar nicht offiziell. Und es kommt leider erst am 12. Oktober auf CD und auf Schallplatte. Und das Release-Konzert ist am 18. Oktober im Theater am Olga-Eck. Das Datum merken wir uns vor. Und Sommer ist ja immer so Festivalzeit, ne? Da passiert ja in der Region wirklich super viel und wir waren auch unterwegs auf einem, und zwar auf dem Lichterfest in Höfen. Das ist bei Winnenden ein kleines, feines Festival, was ich Ihnen gerne in ein paar kurzen Impressionen vorstellen möchte. Ich finde das Lied
Dichterfest hier in Höfen seit 15 Jahren total genial. Es ist sehr familiär und ganz arg gemütlich. Ich finde die Gemeinschaft und der Zusammenhalt, der uns einfach hier zusammenbringt jedes Jahr und uns gemeinsame schöne Stunden bringt. Also ich bin heute das erste Mal hier. Ich bin wegen meiner Nachbarin mitgekommen und ich finde die Stimmung toll und die Musik sehr schön. So, Micha, wir sind am Ende. Also jetzt nicht so, also mit der Sendung am Ende. Sonst sind wir, glaube ich, nicht am Ende. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit zwei Veranstaltungstipps. Und du sagst den Menschen jetzt mal, wo sie unbedingt hingehen sollten. Also ich kann euch sehr empfehlen, im August zum Klinke-Festival zu gehen. Das ist in Merlin und es ist über einen Monat, von 1. August bis 1. September. Immer Mittwoch bis Samstag sind da Konzerte. Jeden Abend und spielen wirklich, glaube, interessante Bands unterschiedlicher Genres und ist immer ganz cool dort, finde ich. Irgendwie die Location ist sehr schön, ist Merlin, also kann ich empfehlen, da hinzugehen. Sehr cooler Tipp. Mein Tipp ist das Hafenfest in Stuttgart, 60-jähriges Jubiläum am 21. und 22. Juli. Micha, viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir gucken, was mit dir passiert und werden dich weiterverfolgen. Okay. Und Ihnen natürlich auch alles Gute und ich hoffe, Sie verfolgen uns auch wieder. Und zwar nächste Woche. Und bis dahin, machen Sie es gut und tschüss. Ciao.